Willkommen an diesem Pfingstsonntag zum Hohen Haus. War nie Kind. Unter diesem Motto stand heuer die Veranstaltung zum Gedenktag gegen Gewalt und Rassismus am 5. Mai im Parlament. Über 1 Million Kinder sind von den Nazis ermordet worden. Am Heldenplatz haben sich am Montag zur selben Zeit die Teilnehmer des Projekts A Letter to the Stars getroffen. Diese Idee wurde vor 5 Jahren ins Leben gerufen und ist das größte Zeitgeschichte-Projekt, das es jemals an Österreichs Schulen gegeben hat. Schülerinnen aus ganz Österreich haben in den letzten Jahren mit 200 Überlebenden des Nazi-Terrors Kontakt geknüpft. Üben Anfang März für einen besonderen Tag und das gleich vor dem Komponisten selbst. Walter Arlen ist gemeinsam mit Nationalratspräsidentin Barbara Prammer zu den Proben der Gmundner Jugendkapelle gekommen. Das Stück wird für den Gedenktag am 5. Mai im Parlament einstudiert. Arlen musste 1938 Österreich in Richtung USA verlassen. Reden möchte er lieber nur mehr über die kurze gute Zeit in seiner Kindheit. Ich habe ein gutes Gehör gehabt, das heißt, ich habe absolutes Gehör gehabt. Das ist entdeckt worden, wie ich circa 5 Jahre alt war, weil ich immer gesungen habe und richtig gesungen habe. Und dann mit 10 oder so habe ich angefangen, am Klavier zu, habe ich Klavierstunden genommen und dann habe ich angefangen, Musik zu klimpern. Da wollte ich meine eigene Musik schreiben, nicht? Aber die Mutter war nicht ganz einverstanden, nein, oder? Nein, sie hat immer gesagt, du klimperst schon wieder. Macht deine Schularbeit, nicht? Knapp 7 Wochen später, das Jugendorchester spielt Arlens Stück bravourös. Im alten Reichsratssitzungssaal des Parlaments steht der diesjährige Gedenktag gegen Gewalt und Rassismus im Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus unter dem Titel War nie Kind. Schauspieler lesen Aufzeichnungen der Opfer. Mir hat man keine Häuser, Schmuck oder dergleichen genommen, sondern 62 Jahre meines Lebens. Psychisch sowie nervlich mein ganzes Leben zerstört. Sie fragen, was so ein Verlust wert ist, wenn man nie Kind sein durfte. Dr. Dorit Whiteman hat ihre Wiener Kindheit mit knapp 10 Jahren aufgeben müssen. Mit ihren Eltern konnte sie vor den Nazis zuerst nach England und dann in die USA flüchten. Die Organisation A Letter to the Stars hat die Psychologin nach Österreich eingeladen. Dr. Whiteman ist begeistert von der Idee, Schülerinnen von heute mit Überlebenden des Nazi-Terrors zusammenzubringen. Ihre wissenschaftlichen Arbeiten haben schon in den 90er Jahren gezeigt, wie wichtig ein Geschichtsverständnis ist. Es hat sich hier in den letzten Jahren auch emotional sehr viel getan. Als ich zum ersten Mal da war, hat niemand über den Holocaust geredet oder wenn jemand darüber gesprochen hat, kam immer dasselbe. Weißt du, es waren schwere Zeiten, aber mehr für uns, die wir hier waren, als für euch. Und haben Sie hier in dem Park da drüben gespielt als Kind? Ein bisschen, aber waren wir meistens an der Donaukanal, haben wir dort gespielt und ein bisschen hier. Wir haben zuerst darüber geredet, dass es so Gedichte gibt zum Mai, im Prater blühen wieder die Bäume und diese Lieder, das haben Sie noch in Erinnerung? Ja, Gedichte und da ist auch der, habe ich gelernt, Pfeilchen, kleines Pfeilchen, and that song, and the one about kommt wieder mal. Komm liebe Mai und mache die Bäume wieder grün. And sometimes when I drive, und ich singe das, wenn ich zu Hause alleine im Auto fahre. Hierher zurückzukehren, um ihr Leben wieder in Österreich fortzusetzen, war für Dorit Whiteman nie ein Thema. Auch wenn sie seit den 50er Jahren regelmäßig in Wien auf Besuch war. Ihr Kindermädchen war der einzige Mensch von damals, den sie wieder aufsuchte. Ich wollte sie sehen, aber sie hatte kein Telefon. Ich wusste aber, wo sie wohnte. Also bin ich spät abends zu dem Haus gegangen und habe angeläutet. Sie fragte, wer ist da? Und ich wusste nicht, was ich sagen sollte. 20 Jahre waren vergangen, ich war ja jemand anderer geworden. Als sie die Türe geöffnet hat, habe ich gleich gesehen, dass überall im Raum Fotos von mir, meiner Schwester und meinen Eltern gestanden sind. Of my mother, my father, my sister and myself all over the apartment. Wir haben uns dann immer wieder gesehen. Das letzte Mal dann habe ich sie im Spital besucht. Ihre letzten Worte waren: And she held out her arms when I came in and said, aber du bist doch mein Kind. Rudolf Gelbart wurde als Kind nach Theresienstadt deportiert. Auch er wollte nach dem Zweiten Weltkrieg weg aus Österreich, ist aber damals aus Liebe zu seinen Eltern geblieben, die vom KZ schwer gezeichnet waren.
Meine Familie wurde fast zur Gänze im Holocaust ermordet. Man muss ja überhaupt wissen, dass zwei Drittel des europäischen Judentums aus 21 Ländern ermordet wurden. Sie haben sogar 1944 die Juden von den einsamen Inseln Griechenlands geholt, sogar sieben aus Finnland. Darunter waren 1,5 Millionen Kinder und Jugendliche. Sie selber waren ja als Kind in Theresienstadt und haben, man kann das wirklich sagen, nur durch ein Wunder überlebt. Ist dieses Trauma überhaupt jemals seelisch zu überstehen, zu verarbeiten? Imre Kertész hat einmal gemeint, unser Überleben ist ein Betriebsunfall. Es war ein Wettlauf mit der Zeit. Wenn nicht die dritte amerikanische Panzer mit General Patton von der einen Seite und die russische Garde-Panzerarmee vom Konjew von der anderen Seite nicht so schnell vorgestoßen wären, ich würde nicht mehr heute hier sitzen. Fight! What? A Letter to the Stars ist das größte Schülerprojekt Österreichs. Am vorigen Montag gehörte den Schülern und ihren jüdischen Gästen der Heldenplatz. Der ehemalige Herausgeber des Kurier, Peter Rabel, ist der Sprecher des Unterstützungskomitees A Letter to the Stars. Und auch die hohe Politik ist gekommen. Aber wer sagt niemals wieder, muss dazu sagen, niemals vergessen. Weil nur wer niemals vergisst, kann aufrechten Herzens sagen, niemals wieder. Ich bin stolz auf diese junge Generation, die sich für Menschenrechte und Demokratie einsetzt. Wir haben alle unsere Lektion aus der Geschichte gelernt und deswegen wissen wir, es gibt keine bessere Regierungsform als die Demokratie. Dorit Whiteman hat das Schlusswort an diesem Tag am Heldenplatz. Erst im Nachhinein wird ihr selbst klar sein, of a letter to the stars. Welche Bedeutung dieser Moment für sie bekommen hat. The feeling that I could be das Gefühl, dass ich genau dort stehen und reden konnte, wo Hitler war und all die jungen Leute am Montag, die so begeistert waren, dass wir Alten gekommen sind. So viele Menschen aus der ganzen Welt, das war so überwältigend für mich. Hitler müsste sich ja in seinem Grab umdrehen, hätte er das gesehen. Und ich sagte zu mir, das ist mein persönlicher Triumph. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Willkommen in einem neuen Österreich. Und Dorit Whiteman ist gestern in die USA zurückgeflogen. Und das war für heute das Hohe Haus. Hier geht es jetzt weiter mit der Orientierung und 60 Jahre Israel. Ich verabschiede mich bis zum nächsten Sonntag. Herzlichen Dank. Auf Wiedersehen.